Im Rahmen der Wiener Akademie hat die Wirtschaftskammer Salzburg sich diesmal dem Thema Readme, wie sie sich ins Herz ihrer Zielgruppe schreiben, gewidmet. Denn in Zeiten des mobilen Surfens, der Second Screens, der Streams und Threads ist ihre Zielgruppe zu einem Volk der Schnell- und Querleser geworden. Klassischer Textaufbau, wie es die meisten in der Schule noch gelernt haben, mit Einleitung, Hauptteil und Schluss, werden im Netz nicht mehr gelesen. Tipps, wie sie sich in das Herz ihrer Zielgruppe schreiben, hat die Referentin Martina Müllner-Seibold, Modejournalistin und Inhaberin einer Kommunikationsagentur mit Büros in Salzburg, München und Berlin gegeben. Die wenigsten haben heute noch das Glück, dass sie Leser haben, die für einen solchen klassischen Aufbau überhaupt Zeit haben. Die meisten von uns schlagen sich mit Menschen herum, die unter wahnsinnigem Zeitdruck stehen und die Texte brauchen, die ganz schnell mit der Geschichte rausrücken und die ganz schnell auf den Punkt kommen. Und auf den Punkt muss man oben kommen. Wie kommuniziere ich mit meiner Zielgruppe richtig? Welche Headlines werden geklickt? Welche Artikel gelesen? Welche Newsletter geöffnet? Anhand von Praxisbeispielen zeigt Müllner-Seibold, welche Regeln bei Blog, Facebook, Newsletter, Presseaussendungen und klassischem Print funktionieren. Wenn er seine Mission erfüllt, wenn er den Leser, den Rezipienten glücklicher macht, schlauer macht, besser informiert sein lässt, wenn er ihm einen Vorteil gönnt, wenn er ihm Sicherheit und Gewissheit gibt, dann funktioniert ein Text. Denn nicht nur Informationen zu vermitteln ist heute gefragt, auch zu verstehen, was der Leser will, sich praktisch in den Leser hineindenken und seine Wünsche erraten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Boulevardpresse. Weil die Boulevardpresse die Menschen bewegt, weil sie ihnen Geschichten mitgibt, weil Boulevard die Menschen in ihrem Befinden und in ihrer Befindlichkeit ernst nimmt. Ja. Weil sie Dinge einfach erklärt, verständlich sein will. Und deshalb ist die Boulevardzeitung für mich ein großes Vorbild in Sachen Verständnis des Lesers. Das ist etwas, was ich sehr stark fordere, dass man sich in seinen Leser reindenkt, dass man darüber nachdenkt, was will eigentlich der Leser hören und ihm ein bisschen nach dem Mund schreibt. Dazu sind wir da. Form und Förmlichkeit haben heute eine andere Bedeutung, als sie das einmal hatten. Wer heute auf Facebook und Twitter in seiner Sprache über die Maßen korrekt ist, wird schnell keine Follower mehr hinter sich haben. Wenn Sie Texte für die eigene Website schreiben, dann müssen Sie darauf achten, dass ein großer Anteil dieses Textes nicht wirklich gelesen wird, in dem Sinne, was wir klassisch unter Lesen verstehen. Der Internetleser ist ein Speedleser, ist ein Querleser, ist ein Leser, der sich herauspickt, wo er weiterlesen will. Der achtet nicht auf Vollständigkeit und der will Information ganz schnell vermittelt bekommen und ganz schnell entscheiden können, lese ich diesen Text oder lese ich diesen Text nicht. Gute Newsletter haben in ihrem Inhalt nicht das Verkaufen im Vordergrund, sondern versuchen durch Spaß und Entertainment zu punkten. Wenn der Text es schafft, dass der Leser sich im Nachhinein stolzer fühlt oder Anerkennung geerntet hat, dann wird sich der Newsletter von ganz alleine verbreiten. Sie müssen jeden Text, den Sie heute schreiben, auf seine Viralität, würde man das Neudeutsch nennen, auf seine Fähigkeit zur Geschichte, zum Geschichtel, das man gern weitererzählt, überprüfen. Sie müssen Texte schreiben, die von selbst weitererzählt werden. Dann schreiben Sie auch gute Pressetexte.